Markus, der erhoffte Sieg ist eingefahren gegen Stripfing. Man steht in der dritten Cup-Runde. Wie war das Spiel heute für euch? Ihr seid schnell in Führung gegangen und dann hat man trotzdem noch das 2:1 bekommen. Hat man da dann noch ein bisschen gedacht, man könnte in eine Verlängerung gehen? Ja, ich glaube, wir haben ganz gut angefangen in der Partie. Wir haben gleich mit einem super Schuss angefangen. Dann haben wir gleich, finde ich, gute Kombinationen herausschwimmen können. Haben, finde ich, schon guten Fußball gezeigt. Dann haben wir uns ein bisschen hinten reindrücken lassen, weil wir in der zweiten Halbzeit ein Tor gekriegt haben. Gleich am Anfang, das war ein bisschen blöd. Dann war es ein klassischer Cup-Fight. Aber ich finde, den haben wir dann trotzdem angenommen und sind dann einfach in die nächste Runde eingezogen. Das wollten wir, das haben wir erreicht und sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Der Trainer hat in der Aufstellung ein bisschen rotiert. Es sind einige neue in die Startelf gerückt. Wie haben sich die deiner Meinung nach getan heute, die jungen Wilden? Ja, ich glaube, wir haben viel Qualität in der Mannschaft und ich finde, dass jeder Chance verdient hat und sie haben die Chance heute bekommen und finde, haben sie überragend genutzt. Dass dann beim ersten Spiel gleich alles funktioniert, ist normal, aber ich finde, sie haben sehr, sehr brav alles gegeben, sie haben gekämpft, sie haben sich Chancen herausgespielt und wir sind weitergekommen, das zählt und kann man nur gratulieren. Du hast es schon angesprochen, wir sind weitergekommen. Jetzt frage ich dich ganz kurz als letzte Frage, wen wünscht ihr euch fürs Achtelfinale? Ja, so ein Spiel wie vorher wäre schon nochmal cool. Dann wünsche ich heute noch viel Spaß und danke fürs Interview. Danke, danke. Ja, Jan, dein erstes Spiel oder das erste Pflichtspiel für den GAK heute, dann gleich gewonnen. Wie war das Spiel heute für dich? Ja, natürlich was ganz Besonderes, wenn du für so einen Club das erste Spiel machst. Für mich auch, natürlich, weil ich eine lange Verletzungspause gehabt habe. Und ja, ich fand es einfach geil, dass wir das Spiel gewonnen haben und so kann man die Bücher machen. Das auf jeden Fall. Die Fans heute natürlich auch wieder ganz großartig, vor allem in der Kurve. Du hast voriges Jahr noch in Dornbirn gespielt. Wie war es heute in Graz, wahrscheinlich vor ein paar mehr Zusehern? Ja, natürlich ist es was ganz Besonderes, vor so vielen Fans zum Spielen. Es ist ganz was anderes wie in Dornbirn. Ich meine, ich habe es schon ein bisschen kennt, wenn wir schon mal gegeneinander gespielt haben. Und ich habe dort schon gesehen, dass das unfassbar ist. Und ja, die Stimmung war super und hat auch einen großen Anteil, dass wir das Spiel halt gewonnen haben, auf alle Fälle. Am Freitag geht es weiter in St. Pölten gegen einen Aufstiegskonkurrenten. Wie kann man da jetzt hergehen, dass man regeneriert und was nimmt man sich dann vor für das nächste Spiel? Ja, natürlich müssen da alle Maßnahmen setzen, dass man so schnell wie möglich regeneriert, weil es jetzt schon eine strenge Woche war, glaube ich. Aber ich glaube, das kriegen wir gut hin und ich glaube, dass wir am Freitag auch ein sehr gutes Spiel machen können. Jetzt auch an dich die Abschlussfrage, gleich wie bei Markus. Achtelfinale, Cup, wen wünschst du euch oder wen wünschst du dir? Ja, für mich wäre natürlich da ein Grazer Derby schon richtig schön und richtig geil. Das würde mir sehr, sehr taugen und ich glaube, das wäre unfassbar für mich. Dann schauen wir, ob es so wird wie im Vorjahr oder ob es ein anderer Gegner wird. Danke fürs Interview und heute noch einen schönen Abend. Danke ebenfalls, danke.